Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei 7D2D. Ich bin gerade zurückgekehrt aus der Mission. Jedenfalls brauche ich mal Medizin. Das heißt, Antibiotika brauche ich. Nutzen wir gleich, ne? So. So, Verbandzeug. Nutzen. Ja gut, das wird ein bisschen heilen. Schauen wir uns da nehmen können. Was uns da fehlt. Schürfwunde behandelt. Tiefe Schürfwunde. Können wir hier mal das Zeug hinnehmen? Aloe Vera Creme. Ja, zeigt keine Wirkung, aber egal. Hab's genommen. So. Gucken wir mal. Bisschen ausräumen. Ich habe hier einmal Fleisch. Wenn dort ist. Leder. Ich muss mir mal hier was einfallen lassen. Oh, das habe ich gekriegt vom, ne? Ja, genau, vom Händler. So, jetzt Messing einschmelzen. Mir wichtig. Wasser, Holz. Da sind nichts dran, ne? Aber gut, können wir locker einschalten. Und Patronenhülsen können wir gebrauchen, ne? Das sieht mal gut aus. So, einräumen. So, was haben wir hier Schönes? Eisen, Federn? Nix. Bisschen kriegen wir verstaut. So, Motor noch einer noch. Batterie. Bandzeug. Das sieht gut aus. So, geldmäßig. Mal gucken mal ganz kurz, ob wir irgendwas verwerten können. Ei, 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 Wasser. Blei, ja, was herstellen, und zwar, das können wir rausnehmen. Wir haben ja jetzt einen Akkubohrer dabei, ne? Können wir Platz einsparen. Die Schienen nehmen wir sie schon mit. Schlechte Erfahrung. Schießpulver. Geschossspitzen, ne? Dann werde ich mal schauen. No, Schießpulver. Wir brauchen. So. Ich brauche ein bisschen Munition. Und zwar Magnum-Munition. Und zwar Panzerrechner nicht schlecht. Ein Paket. Also am besten. So wie hier. Ja. 200 Stück wenn man nicht schlecht. Zum Anfang. Und der normale hier Munition, die wir eh. Diese hier. Das sieht gut aus. So, dann können wir schon mal das hier reinnehmen. Das können wir. Ja. Gut. Also ich brauche viel Beton. Ich habe ja nun vor, gut aus. Ich habe ja nun vor, meine Basis umzuändern. Das heißt, ich muss mal hier gucken. Ich will ja mein Gebäude weiter nutzen, aber wie gesagt, ich möchte ja die Zombies besser bekämpfen können. Kann ich hier in der Basis nicht. Ich bin dazu anfällig für Angriffe. Beziehungsweise ich kann die nicht abwehren, weil den Augenblick, ja. Die halt da, ne? Das wollte ich zerlegen. Und mal gleich mal die Ernte einfahren, ne? So, das können wir rausnehmen. Das legen wir auch mal dazu.
Schießpulver. Ein paar Totenhülsen werden hergestellt. Das andere Ding ist voll. So. Bretter, das dürfte auch mal reichen. Mal kurz reparieren. Habe ich zerlegt? Ne, repariert. Gut, das wäre nicht ganz so tragisch. Aber ich habe noch ein paar andere da, aber gerade keine guten. Ne? So. Das heißt, ich baue eine Baugrube. Eine Baugrube brauche ich dafür. Ich habe Besuch. Ich kann die weiter hören, aber gut. So, das nehmen wir nach oben. Ich wollte hier wissen, was raus, was ernten. Das wollte ich nicht rausnehmen. Mein Hopfen. Wieder ein Pilz zu viel. Gut, dann pflanzen wir gleich wieder ein. Ja, Hopfen. Das geht auch? Nö. Oh, kurze Störung. Also, sollte ich nochmal kommen, muss ich unterbrechen. So. Gründe weiß ich nicht. Pilz. Gut. Unser Essen habe ich gekriegt. Wenn wir da immer noch Dings herstellen. Na, hier ist man beschäftigt. Ja, Eisen genug. Gerüstblock. Brauche nur Holz. Dann geht das los. Einschalten. Und Maximum. So, Gemüse einräumen oder was? Essen kochen. Essen kochen, ne? So, das haben wir schönes. Gemüseeintopf. Ja, immerhin. Dreimal. Mal gucken. Ei. Fleisch. Und hier haben wir Pilze. Kartoffel, Mais ist ein bisschen knapp. Mehr Fleisch. Da können wir Saft herstellen. Wasser. Hopfen. Wenn wir später mal Dings herstellen können. Bier. Creme. So, Meißel eindeutig. Das heißt, wir können nicht mehr einmal Speck herstellen. Nur einmal gekochtes Fleisch. Immerhin, ne? Den Rest räume ich jetzt weg. Dann müssen wir sehen, ob wir mehr Mais kriegen. Also mehr Mais anpflanzen, ne? Beim nächsten Mal.
So, gut. Das hätten wir. Beton. Schnell bis 0 Uhr was herstellen, ne? Ups. Feuer ist heiß, ne? Vor allem uns mal ein bisschen. Der nächste Blutbuch kommt bestimmt und da muss ich mir ein bisschen vorbereitet sein. Oh, schon 0 Uhr, 19 Uhr. Ich will mal ein Ding in der Nähe aufbauen, also nicht so weit weg. Flache Ebene ist gut. Dazu werden wir hier die obere Ebene erstmal aufbauen. Das heißt, grob gezählt, ja, nicht zu groß, ne? Ich möchte drin sicher sein und ich möchte jeden dabei erschießen können. Mal zählen, ne? Das Innenmaß. Oh, wo ist er hier? 1, 2, 3, 4, 5. Das darf 6 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich alles täuscht, haben wir Außenfeld von 8 mal 8 Feldern. Oder ja, diese Blöcke. So, hier war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Wenn man nicht hundertprozentig ist, ist auch egal. Aber ich möchte ungefähr 6, ja, sehe ich so. Da sind auch 6, dann ist gut. Was fehlt mir? Eine Nagelpistole, ne? Ungünstig. Dann müssen wir ganz kurz wieder rein. Um 20 Uhr. Zum Aufwerten nehmen wir eine Nagelpistole, die geht ziemlich schnell. Ansonsten Klauenhammer oder eine Steinaxt. Aufwerten mit Rechtsklick. Ansonsten ja, morgen, mal sehen. So weit wie möglich. Ich hatte noch eine Pistole gehabt. Sogar mehrere normalerweise. Da. Da die drinnen verteidigen ist im Prinzip ungünstig, ne? Also wenn sie so kommen würden, wie ich immer denke, von vorne, dann können sie alle gerne kommen. Aber sie kommen ja meistens seitwärts, da, oder von hinten oder so. Da kann ich sie nicht erreichen. Das heißt, ich bin da machtlos. So. Die erste Reihe ist Beton. Die zweite Reihe wird auch Beton sein. Ab dann gibt es nachher ja Eisendinger, ne? Eisengitter. Dann werde ich hier noch im Prinzip eine Ebene einbauen, eine Art Fußboden, ne?
Die Tür wäre nicht schlecht. Mal sehen, vielleicht mache ich einen Kellereingang. Also Tür zum Haus am besten, ne? Das Haus soll weiterhin meine Basis sein, ne? Und bitte schauen, dass keine Zombies kommen. Und zwar am besten hier. Ja, für Tür ist das mit 6 Fällen ungünstig, ne? Ja, gut, das ist egal. 6 ungünstig, ehrlich gesagt. Das 6? Ja, 6. Bei Tür war 7 besser. Okay, okay, ist egal. Das ist nicht so tragisch. So, Pfeile. 1, 2. Die anderen Teile muss ich noch bauen, aber das Holz und kann ich hier aufwerten, ne? Der Fall ist erklärt. Der Pfeiler ist verkehrt. Der sitzt an der verkehrten Stelle. Schnell wegstemmen. Die Maus ist ziemlich weich. Was sich bald ändern wird, wenn er ausgehärtet ist. Sobald der hell wird, ist er ausgehärtet und dann geht das, ne? Ja, die Binde muss ich eigentlich oben halten. Alte Erfahrung. Im Nahkampf muss man die Binde haben, um Blutung zu stoppen. So, ich hätte noch einen hellen Mission, alles zu spät. Ja, Mission. Ich sehe da jemand kommen. Bist du alleine? Bist du Freund oder Feind? Das ist nicht gut, wie bricht der einen Down und Verbindung ab? Gibt's doch gar nicht. Wir müssen ganz schnell sein. Ich mache das nur fertig, damit es aushärten kann. Denn wenn es der reine Stahlblock würde dann im Prinzip Probleme bringen. Also, der hält ja nicht viel aus, ne? So, geh mal rein. Pistole, Gewehr. So, da muss man ganz kurz gucken. Zeit 18. So. So, jetzt fertig. Na, Ruhe. So, was haben wir hier Schönes? Ein Paket Munition. Hier haben wir die Scheiße, hä? Gucken wir mal. Ne, hier. Beim letzten Mal hatten sie mir im Prinzip hier stark angegriffen. Was habe ich festgestellt? Ja. Ich konnte überwiegend nicht mehr erschießen, weil ich nicht rangekommen bin. Oder ich lief in Gefahr, runterzufallen und dann voll reinzurennen. Schlecht. Tödlich kann man sagen bei der Masse. Tja. Da ja die Zombies nicht schwächer werden, sondern stärker, muss ich da reagieren. So. So, das nehmen wir raus. Das auch. Patronenhülsen ist das A und O, das ist, was man überhaupt nicht finden kann. Beim Händler kaufen, ja, es geht. Aber so, essen wir gleich mal, ne?
Ja, wir haben Bärenhunger heute. So. Ach, hat auch schon angezeigt Hunger. Naja. Und Durst hat man Durst auch noch nicht. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Viel mehr kommt heute nicht. Weil die Nacht rausgehen wir jetzt nicht. Bisschen habe ich keine. Dann sagt man heute tschüss und ciao, ciao. Tja, kurze Fehler in der Ursache. Ne? Und dann geht's weiter nachher, morgen früh, wenn es hell geworden ist. Ne? Zwischendurch werden wir was bauen, was reparieren, ne? Wahrscheinlich. Und so weiter und so fort. Und Besuch abwehren. Tschüss. Ciao, bis dann, schönen Dank fürs Reinschauen. Bis morgen und zur selben Zeit um 10 Uhr. Hinweis in eigener Sache: 7 Days Folgen von Montag bis Freitag nun um 10 Uhr. Wochenende kommen keine Folgen, weil das zeitlich nicht geht. Ja, deswegen machen wir Licht. Ne? Nochmal tschüss und ciao, bis dann und bis ja, morgen geht's weiter. Hier in ja, Zombie-Welt. Tschüss.